Hallo zusammen. Ich habe vor geraumer Zeit mal bei Twitter in den Raum geworfen, dass man eine Scheibe holländischen Brotes so weit komprimieren kann, dass es noch so groß ist wie eine Murmel. Daraufhin habe ich von Krüps eine Ad-Reply bekommen, in der er behauptet, dass man ein komplettes holländisches Brot so weit komprimieren kann, dass man es mit einem Haps verschlingen könnte. Seitdem frage ich mich, ist das so? Ich bin mir sicher, dass diese Frage viele Menschen, wenn nicht gar alle Menschen dieser Welt beschäftigt. Und ich werde hier und jetzt diese Frage beantworten. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und habe ein holländisches Brot gekauft. Und ja, ich habe noch so meine Zweifel, dass das komplett in meinen Mund passt. Wir werden sehen. Also ich fange mal damit an, die Ausgangsthese zu prüfen, nämlich, dass ich eine Scheibe Brot auf die Größe einer Murmel komprimieren kann. Das ist eine Scheibe. Los geht's. Wie macht man das am schlausten? Oh, am schlausten. Einfach mal kräftig drücken. Ist noch eine recht große Murmel, finde ich. Ich denke, ich muss die Hauptthese direkt schon anpassen. Machen Wissenschaftler ja sowieso ständig. Ich probiere es mal mit einer Scheibe Brot ohne Kruste. Beziehungsweise, ja, Kruste kann man das kaum nennen, ohne Rand. Naja, also eine richtig kleine Murmel wird das wohl nicht. Also es ist in der Tat eine große Murmel. Zum Vergleich. Vorher, nachher. Ist schon nicht mehr so groß. Allerdings sind in dieser Packung Brot 21 Scheiben. Ich fürchte, 21 Mal kriege ich sowas nicht in meinen Mund. Also das ganze Brot mit einem Haps verschlingen könnte schwer werden. Zwei Scheiben halte ich für durchaus möglich. Ich probiere es einfach mal aus. Also zwei schaffe ich auf jeden Fall, glaube ich. Eins. Ist ein bisschen Chubby Bunny mäßig. Ich würde behaupten, so rein von der Schätzung, drei Scheiben würde ich schaffen, wenn ich die dann hinterher auch noch essen soll. Vielleicht kriege ich noch eine vierte in den Mund, aber dann ersticke ich vermutlich. Ich sag mal so, ich glaube, die Hypothese ist widerlegt. Man bräuchte schon einen ziemlich großen Mund, um 21 dieser Kugeln da reinzubekommen und dann auch noch zu kauen und runterzuschlucken. Fazit der ganzen Geschichte: Man kann holländisches Brot relativ klein bekommen, verhältnismäßig. Deutsches Brot schmeckt besser. Endlich ist diese wichtige und interessante Frage beantwortet worden. Ich nehme gerne weitere Hypothesen entgegen und werde die auch testen. Das könnt ihr via Twitter oder in den Kommentaren machen. Abonnieren ist kostenlos. Also tut euch keinen Zwang an, ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal.